So, ich werde jetzt einmal speichern und dann gehen wir mal zu Tali runter. Und schauen, was sie zu sagen hat. Dip, 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 dip. Los, mal auf. Einmal runter, bitte. Ach so. Unsere Taschen. Sieht man es irgendwo, wie viel Platz wir noch haben? Vermutlich nicht. Ist aber nicht weiter wichtig. Wird schon gehen. Wir wollen ja erst verkaufen. Nicht direkt alles voll sein. So, die Tali. Wir sind Flüchtlinge. Sehr aufregend, Shepard. Hm? Ich frage mich, was der Rat mit uns machen würde, wenn sie uns erwischen. Och, kein Problem. Die Normandy ist das beste Schiff der Flotte. Sie werden uns nicht erwischen. Ich hoffe, dass sie recht behalten. Die geht. Ich möchte mehr über die Geth erfahren. Ich kann Ihnen kaum mehr über die Geth erzählen, als Sie ohnehin schon wissen. Es ist fast 300 Jahre her, dass Sie mein Volk ins Exil getrieben haben. Ich kenne nur die Geschichte Ihrer Herkunft. Was Sie waren, als wir Sie erschufen. Und wie Sie sich gegen uns gewendet haben. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Okay. Zum Beispiel? Warum können wir denn jetzt nicht? Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Oh, wir haben doch hier die Quest. Mit Tali sprechen. Aber warum hat die denn da dann keine neuen Optionen? Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Ah. Es ist wichtig. Natürlich. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der Geth-Steuerungseinheit entnehmen konnten. Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Für Ihre Pilgerreise? Ich gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die Geth vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern. Danach gehen Sie. Wenn ich Ihnen diese Daten gebe, ist Ihre Pilgerreise vorüber. Sie werden dann zu Ihren Leuten zurückkehren. Aber nicht sofort. Ich werde so lange bei Ihnen bleiben, bis wir Saren aufgehalten haben. Aber mein Volk braucht diese Informationen. Die geht zu töten. Sie glauben also, dass Sie mithilfe dieser Informationen Ihre Feinde eliminieren können? Nicht sofort. Wir müssen sie erst analysieren. Das könnte Jahre dauern. Aber so können wir erfahren, wie sich die Geth in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Okay. Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in Ihrer Schuld. Ich werde sie nie zurückzahlen können. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die Geth besiegt haben. In Ordnung. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. Achso, können wir nochmal mit dir reden? Okay, die Quest ist somit fertig. Shepard, gut, dass Sie hier sind. Oh, geht's Ihnen besser? Glücklich? Schön, Sie wieder lächeln zu sehen. Gewissermaßen. Ich schlafe jetzt viel besser. Ich habe mich wohl an die Stille auf diesem Schiff gewöhnt. Aber ich will damit nicht unsere Mission behindern, Shepard. Erst müssen wir Saren aufhalten. Dann werde ich mich um meine anderen Probleme kümmern. Okay. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Ich spreche Sie nochmal. Hey, Shepard. Kann ich etwas für Sie tun? Nö. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Die denkt bestimmt auch, ich bin grenzlibil oder sowas. Der hat ja gerade eben erst... Warum? Was will der eigentlich von mir? Hallo? Diebstahl eines Allianzschiffes. Gefährliche Sache. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Shepard. Denken Sie das auch? Sie denken doch auch, dass ich verrückt geworden bin, oder? Und manchmal muss man verrückt agieren, wenn man Erfolg haben will. Ich hoffe nur, dass Sie uns nicht erwischen, bevor wir Saren aufgehalten haben. Im Ernst? Das gilt für uns beide. Ich würde es nicht ertragen, die Sache nicht zu Ende zu bringen. Auf Wiedersehen. Bis dann, Rex. Shepard. Oh, Shepard.
Ich kann es kaum fassen. Wir haben die Normandie gestohlen. Es war riskant, aber wird sich hoffentlich auszahlen. Ach, entspannen Sie sich. Uns wird nichts passieren, Garrus. Seien Sie einfach bereit, wenn wir Saren finden. Ja, Commander. Ja. Den jungen Mann auch beruhigt. Und dann können wir nochmal zu Kaidan gehen. Ach, zu Liara auch. Naja. Die habe ich ja so ein bisschen vom Kopf gestoßen. Ups. Scheint mir manchmal zu passieren. Huhu. Brauchen Sie was, Commander? Okay, hier kann ich nichts weiter anklicken. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Das, ja. Was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir noch altes Zeug. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das können wir verkaufen. Haben wir hier noch was? Kein Medigel. Hallo. Doktor. Doktor. Das wird alles bald vorüber sein, Shepard. Auf die eine oder die andere Weise. Okay. Das wird alles bald vorüber sein, Shepard. Auf die eine oder die andere. Okay, Liara möchte nicht mehr mit uns reden. Oder nicht? Wie gesagt, manchmal ist das halt so. Was willst du machen? Gut, dann werden wir jetzt eroberte Basis mal machen. Hades Gamma Cluster auf Kakus. Kakus? Ja, das ist jetzt der Kakus. Eine Nachricht von Admiral Hackett, Commander. Ich stelle durch. Wir haben eben Ihren Bericht erhalten. Offenbar waren diese Geth-Aktivitäten doch größer als erwartet. Möglicherweise haben sie sogar eine Großoffensive in diesem System vorbereitet. Wir werden jetzt vermehrt Patrouillen im Armstrong-Cluster fliegen, damit sie sich hier nicht erneut festsetzen können. Gut gemacht, Shepard. Sie haben bei dieser Mission das Leben vieler Menschen gerettet. Hackett, Ende. Bitte, bitte. Ich habe jetzt nicht so das Problem, ne? Okay. Waren wir denn hier hinten auch schon? Wir fliegen da nochmal hin, um sicher zu sein, dass wir hier alles mitgenommen haben. Ja, hier waren wir schon. Ich komme nicht an den Planetennamen hin. Okay. Was war das? Hades? Hades Gamma. Und dann nach Kakus. Kakus. Ja, okay. Ich höre schon. Zygata. Der geheimnisvolle terrestrische Felsenplanet Zygata zeichnet sich durch seine riesige Atmosphäre aus Stickstoff und Argon aus. Okay. Schwermetallvorkommen entdeckt. Bei Scans dieses Planeten haben sie größere Vorkommen an Quecksilber entdeckt. Was haben wir hier? Kui. Oh, hier müssen wir landen, okay. Symari. Symari ist ein kleiner Luftleerer von Krater zerklüfteter terrestrischer lebloser Fels, der dem Mond recht ähnlich ist. Was haben wir hier? Phanigor ist eine große terrestrische Welt geringer Dichte und besteht aus langläufigen Meinungen, hauptsächlich aus gefrorenem Wasser. Seltenes Element entdeckt. Bei Scans dieses Planeten haben sie einige kleine Vorkommen von Polonium entdeckt. Hoho, Polo. Haben die bestimmt den ganzen Tag Polo gespielt. Tryamus? Ist ein Wasserstoff-Helium-Gasriese mit einem starken Magnetfeld, das ihn zu einem beliebten Entladeort für Frachter macht. Die
die Anasi hieß Tarut benutzen. Okay. Also sie legen ihr Schrott ab, oder was? Andere nennt's Fracht. Ich nenne es jetzt einfach mal Schrott. Oh, ich bin voll der Rebell. So, hier haben wir nichts mehr weiter. Kuhi. Die Oberfläche des terrestrischen Planeten Kuhi bestimmt maßgeblich aus Aluminium mit zahlreichen Vorkommen an Calcium. Vielleicht werden wir hier auch ein paar Calciumvorräte finden. Man weiß ja nicht. Einmal landen bitte. Bom, bom, bing, 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 bom, bom, bom. Landen. Okay. Wir sind da. Signal, Wissenschaftlerbasis. Okay, dann gehen wir hier als erstes hin. Das ist nämlich in der Nähe. Ziemlich heller Planet. Haben wir irgendwo die Sonne? Da ist ein Mond. Keine Sonne. Na gut. Hui! Aber das wird vermutlich kein Schnee sein, oder? Ist das denn hier alles Aluminium? Also ich weiß, was die Menschheit damit machen würde. Ausbeuten! Was haben wir denn hier? Ausbeuten! Wasserstofftank. Dechiffrieren. Firestorm, Harpoon, Avenger. Materialchenschrift gefunden. Bei den Untersuchungen der Truppe erfanden sie eine weitere der Schriften der Materialchen Dilinaga. Sie ist etwas beschädigt, aber in weiten Teil intakt. Okay. Was war das für ein Geräusch? Da. Nahe des Transmitters empfängt ihr Kommunikationssystem die Aufzeichnung eines erhabenen Streichquartetts. Sie aktivieren das System. Wer immer hier gelebt hat, ist schon sehr lange nicht mehr hier gewesen. Die Kisten sind mit dem Kreidestaub von Kui bedeckt und die Statusleuchten der Hütte zeigt an, dass die Atmosphäre seit langer Zeit nicht mehr aufrechterhalten wird. Okay. Musik aus. Haben wir hier den Shipper 7 und Schildmodulator 7. Außerdem gefunden, an diesem Ort scheint einmal jemand gelebt zu haben. In den kleinen Kisten befinden sich alte Lebensmittel und eine der Schriften der Matriarchen. Die Schrift ist noch in gutem Zustand, anders als die Lebensmittel. Okay. Was haben wir hier noch drin? Erstmal dechiffrieren. Wolfram und Kampfscanner. Und noch mehr. Es kann nicht geklärt werden, wem dieses Behältnis gehört, aber im Inneren haben sie eine der Schriften der Matriarchen gefunden. Ich werde den Namen jetzt nicht mehr sagen, weil ich mir nämlich jedes Mal fast die Zunge breche. So. Habt ihr nun davon? Tali, schämst du dich? Muss dich nicht schämen, Tali. Alles gut. Apropos, muss ich nicht schämen? Nein, das war die falsche Taste. Dann werden wir mal hier Meisterschütze machen. Und noch ein Punkt. Schmeicheln. Komm, machen wir das. Schmeicheln machen wir auch. Wir werden ja bestimmt noch mehr Punkte sammeln. Barriere werden wir weiter ausbauen. Und bei ihr die Dämpfung. Oh. Gesundheit, Vorbild, abtrünnig. Okidoki. Er hat aber auch nicht sehr viel mehr Gesundheit als wir jetzt. Fällt mir gerade mal so auf. Achso.
Ja, höchstwahrscheinlich ist die nicht besser. Ich glaube, das ist auch die beste, die man kriegen kann im Spiel. Glaube ich, ich weiß es nicht. So, Universalwerkzeug. Schildboni. Aber hier. Bup, bup, bup. Schildbonus. Kann sie doch auch gut gebrauchen. Machen wir es mal so. Präzision. Okay. Die wird ja auch nicht besser sein. Okidoki. Weiter geht's. Wo haben wir denn? Wo ist er denn? Da ist die Taste M. Dann gehen wir erst noch zu den Trümmern. Und dann zu der Basis. Es sei denn, wir fahren jetzt irgendwie aus Versehen zur Basis, dann nehmen wir die natürlich direkt mit. Weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, seitdem ich gelesen habe, dass es ein Aluminiumplanet ist, dass hier überall so gelbe Münzen rumliegen. Warum auch, keine Ahnung. Vermutlich, weil das hier auch so klein kriselig aussieht. Das ist der Planet von Dagobert Duck. Och nö. Offene weite Fläche. Das heißt da nichts Gutes. Kein Dreschlund? Ja, diesmal nicht. Ich spreche ja trotzdem noch. Ich traue den Viechern nicht. Und ich traue mir nicht. Das ist noch viel schlimmer. So. Da kommt nicht noch eine weite offene Fläche. Ich weiß nicht. Ich wundere, wenn hier gleich jemand ankommt, was mich fressen will. Bin ich der erste Planet? Abgestürzte Sondebergen. Oh. Ja, so, das ist natürlich nichts. Machen wir das halt so. Stabilisator und Energiegewebe. Okay. Was? Das ist nicht viel. Gehen wir jetzt zu dem letzten Punkt. Das war jetzt nicht so viel. Na komm, Dreschlund, komm schon raus. Ich weiß, du willst es. Hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Geh weg. Kleines, dreckiges. Ja. Los. Los. Vieh. Zu weit weg. Los, komm raus, komm raus. Wo bist du denn? Da ist ja nicht vor nach der uns sucht. Wolltest du mich verarschen? Unglaublich. Dieses Vieh. Ach ja. Ich hätte vorher speichern sollen. Da nimmt der Dreschlund uns auseinander. Kommt der da raus, wo ich gerade lang war? Dieses kleine, verfluchte Würmchen. Aber
Ihr wisst ja, beim zweiten Mal schaffen wir es auch nicht, aber beim dritten Mal dann. So. Gut, dann werden wir es hier nochmal hacken. Diesmal ist das Ding auch irgendwie vollständiger, wollte ich sagen. Alternativer Überzug. Okay. Naja. Ich glaube, das Energiegewebe-Ding war besser. Egal, achso. Ich muss hier noch meinen Zielort markieren. Ja. Ich frage mich nur, wie die ganzen Dreschlunds auf die verschiedenen Planeten kommen. Wird das irgendwann mal erklärt? Ich weiß es nicht. Na komm schon. Hallo. Hallo? So auch noch nicht gehabt. Ah, öfter mal was Neues. Lalalala. Ich verschwinde. Ich hau schnell ab. Hallo? Komm, umdrehen. Ich bin ein Käfer, der auf... Ah. Ach, guck mal, den können wir auch eben reparieren. Tja. Ach, schön. Speichern können wir auch, ist doch super. Wenn der Dreschlund jetzt noch genauso viel Leben hat wie gerade eben, alles perfekt. Ja, wo bist du? Du Vieh. Da. Was? Ich cheate. Gar nicht. Ich cheate gar nicht. Mach aber gar nix. Schön. Nach Materialien suchen. Was haben wir denn gefunden? Schwermetallvorkommen. Großes Quecksilbervorkommen entdeckt.